Mein Name ist Martin Schmid. Ich leite den Fachbereich Umweltplanung und Nachhaltigkeitsstrategien und freue mich sehr, dass Frau Janssen einen Vortrag halten wird, genau zum Thema Nachhaltigkeit bei Lufthansa Cargo. Sie ist verantwortlich für die Themen Umweltstrategien. Sie hat über Jahre das Thema Umweltschutz und Umweltmanagement auch bei Lufthansa Cargo aufgebaut. Das ist tatsächlich die Expertin in dem Bereich. Und deshalb freuen wir uns, was sie eben vorstellt, was tatsächlich die Planungen sind oder auch was schon erreicht wurde bei Lufthansa Cargo. Da geht es natürlich vor allem auch in die Richtung, wie ist die Effizienz, wie hat sich die entwickelt von den Flugzeugen, was für Flotten werden eingesetzt und wahrscheinlich auch zukünftig, welche Kraftstoffe werden dort eingesetzt. Deshalb freue ich mich, Frau Janssen, Ihren Vortrag zu hören, was tatsächlich jetzt schon erreicht wurde und auch zukünftig geplant wird. Ja, danke, Herr Schmid, für die Vorstellung. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich eingeladen wurde und Ihnen die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Lufthansa Cargo vorstellen kann. Die Lufthansa Cargo wurde 1994 gegründet als eigenständige Tochtergesellschaft der Lufthansa-Gruppe. Wir hatten also entsprechend eigene Frachter und bereits damals haben wir Umweltdaten aufgezeichnet und sind daher jetzt auch in der Situation, dass wir Vergleiche ziehen können, beispielsweise Effizienzvergleiche von früher und damals. Seit über 10 Jahren haben wir eine Umweltstrategie, die wir umsetzen. Und seit über etwa 2 Jahren, haben wir das Thema Umwelt in unserer Unternehmensstrategie der Lufthansa Cargo integriert. Lufthansa Cargo ist eine der größten europäischen Frachtairlines. Wir haben aktuell 4.100 Mitarbeiter und die Kapazität, die uns zur Verfügung steht, besteht augenblicklich aus 16 777, wovon 11 bei der Lufthansa Cargo operiert werden und 5 bei der Aerologic. Zusätzlich steht uns noch die Kapazität von A321 Frachtfahrt zur Verfügung und darüber hinaus die Frachträume der Passagier-Airlines der Lufthansa-Gruppe sowie weiterer Kooperationen. Ebenso steht uns die Kapazität von den Roadfeeder-Service zur Verfügung auf den verschiedensten Kontinenten, sodass wir in Summe in der Lage sind, etwa 350 Destinationen weltweit zu verbinden. Was wir transportieren, sind überaus wertvolle, zeit- und temperatursensible Güter. Das sind zum Beispiel Maschinenteile, chemische und pharmazeutische Erzeugnisse oder Elektronik. Und ich denke, spätestens seit der Corona-Krise haben wir festgestellt oder feststellen können, dass eine funktionierende Logistik sehr wichtig ist und das vor allem weltweit. Wir möchten natürlich so nachhaltig wie möglich transportieren. Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und was wir für Ziele haben. Ich erwähnte eben, dass wir vor etwa 25 Jahren die DC-8 geflogen sind. Heute fliegen wir in erster Linie die 777 und es ist gelungen, in den letzten 25 Jahren 52% die Effizienz zu steigern. Das bedeutet, wenn ich heute Fracht transportiere, beispielsweise von Frankfurt nach New York, benötige ich 52% weniger Kerosin und entsprechend werden natürlich auch 52% weniger CO2-Emissionen reduziert. Das ist also das, was wir erreicht haben bisher schon. Der Lufthansa-Konzern hat sich Ziele gesetzt und zwar bis 2030 wollen wir unsere CO2-Emissionen um 50% reduzieren im Vergleich zu 2019 und 2050 ist das Ziel, CO2-Neutralität zu erreichen. Darüber hinaus hat die Lufthansa-Gruppe sich auch noch der Science-Based Target-Initiative angeschlossen. Unternehmen, die sich dieser anschließen, unterstützen damit die Pariser Klimaziele. Und unser Reduktionspfad bis 2030 wurde von dieser unabhängigen Organisation validiert. Seit mehreren Jahren nehmen wir schon unseren Carbon Footprint auf. Das machen wir natürlich, indem wir uns Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen anschauen. Scope 1 Emissionen wären also die Emissionen unserer Frachter, also die direkt in unserer Lufthansa Cargo entstehen. Scope 2 Emissionen kann man sagen, sind eingekaufte oder zugekaufte Energie, die wir beispielsweise am Boden brauchen. Und die Scope 3 Emissionen sind beispielsweise also eingekaufte Dienstleistungen. Und da gehören auch die CO2-Emissionen mehr oder weniger dann dazu. Die entstehen, wenn wir Fracht auf den Passagierfliegern transportieren. Das kaufen wir entsprechend, diese Frachtkapazität kaufen wir zu.
viele Stellen, also Scope 1 und Scope 3 und Scope 3 entsprechend da. Was wir hier jetzt dargestellt haben ist und zusammengezogen haben, alle flugbedingten CO2-Emissionen, das ergibt sich immer wieder das Bild, ergeben etwa 99% und nur 1% findet tatsächlich am Boden statt. Hier werden wir natürlich auch, oder haben wir auch einige Maßnahmen angestoßen, um hier voranzukommen, aber der große Fokus liegt natürlich auf der Reduzierung der CO2-Emissionen in der Luft. Wir haben eine klare Strategie, um hier vorzugehen. Als erstes schauen wir uns die Insetting-Maßnahmen ein. Das sind Maßnahmen, die dann in unserem Geschäftsmodell die CO2-Emissionen reduzieren. Das ist Flottenmodernisierung, Fuel Efficiency und der Einsatz von Sustainable Aviation Fuel. Da sage ich später noch was dazu. Also das sind Emissionen, die in unserem Geschäftsmodell reduziert werden, in unserer Supply Chain. Das vierte Handlungsfeld ist das Thema CO2-Kompensation, Offsetting. Und hier leisten wir einen Beitrag zu hochwertigen Klimaschutzprojekten. Das sind allerdings dann Projekte, die nicht in unserem Geschäftsmodell einen Einfluss auf die CO2-Emissionen haben, sondern in Industrien, sodass, wie ich eben erwähnte, der Fokus auf den CO2-Emissionen in unserem Geschäftsmodell liegt. Hier sind nochmal die Maßnahmen dargestellt im Detail. Man sagt, dass durch den Wechsel von einer Flugzeuggeneration in die andere etwa 17% Effizienzsteigerung möglich ist. Uns ist es gelungen, durch den Wechsel von der MD-11 zur 777 sogar 23% effizienter zu sein. Die 777 ist aktuell der Frachter mit der besten Umweltbilanz und es ist der Frachter, der wirklich optimal in unserem Netz eingesetzt werden kann. Eine weitere Möglichkeit, um CO2-Emissionen zu reduzieren, ist auch der Einsatz der Sharkskin-Technologie. Hier kleben wir eine Folie auf Rumpf und Triebwerke unserer Flugzeuge, und zwar stromlinienförmig, die Haifischhaut imitiert. Und dadurch wird das Flugzeug stromlinienförmiger, es entstehen weniger Wirbel, es entsteht weniger Widerstand und dadurch sparen wir etwa 1% Kerosin und natürlich auch CO2-Emissionen ein. Seit Jahren haben wir ein Fuel Efficiency Team, das bei uns zahlreiche Maßnahmen kontinuierlich umsetzt. Meistens sind es Maßnahmen, die die Flugrouten optimieren, das immer in Abstimmung mit der entsprechenden und erforderlichen Behörden. Ich möchte Ihnen jetzt ein kleines plakatives Beispiel vorstellen. Wenn wir gelandet sind, haben wir häufig die Möglichkeit, ein Triebwerk auszuschalten und wir rollen dann von der Landeposition zur Parkposition nur mit einem Triebwerk. Dadurch spart man etwa 50 Kilogramm pro Minute. Das führt natürlich in Summe dann auch zu einer entsprechenden Einsparung. Das Thema Gewichtsreduzierung ist auch ein großer Hebel. Hier sind wir auch seit Jahren aktiv und seit etwa 2020 haben wir unsere gesamte Standard-Aluminium-Containerflotte durch Leichtweight-Container austauschen können, die etwa 14 Kilogramm leichter sind. Und wir sparen dadurch jährlich etwa 7000 Tonnen CO2 ein. Wir schauen uns natürlich auch leichtere Paletten an und was uns auch gelungen ist, wir setzen leichtere Netze ein. Ein Beitrag leistet auch die Digitalisierung, wenn es uns gelingt, was uns zum großen Teil auch schon gelungen ist, also die Frachtbriefe zu eliminieren, dann gelingt es uns oder dann haben wir und die gesamte Branche einen entsprechenden Gewichtseinsparungseffekt und natürlich werden dadurch auch CO2-Emissionen eingespart. Jetzt möchte ich nochmal einen Überblick über Sustainable Aviation Fuel geben und warum es als Zukunft für nachhaltigeres Fliegen genutzt werden kann. Und zwar, wenn man normales herkömmliches Kerosin nutzt, das aus fossilem Rohstoff hergestellt wird, werden CO2-Emissionen freigesetzt, die Millionen von Jahren in der Erde gebunden waren. Dadurch werden die Anzahl der CO2-Emissionen, man sagt die Parts per Million, in der Atmosphäre erhöht, was den Global Warming Effekt antreibt. Und genau das soll vermieden werden. Eine Möglichkeit ist hier, Sustainable Aviation Fuel einzusetzen. Und hier ist der Hintergrund, dass CO2-Emissionen ausgestoßen werden bei der Verbrennung dann, die kurz vorher während des Wachstums der Pflanzen beispielsweise der Atmosphäre entzogen wurden, sodass ausgezogene CO2-Emissionen wieder ausgestoßene entsprechend zu einem
geschlossenen CO2-Zyklus führen. Hier gibt es zwei Arten. Einmal Sustainable Aviation Fuel, das aus biogenem Feedstock hergestellt wurde, beispielsweise aus Pflanzen, aus Used Cooking Oil in erster Linie bei uns in Verwendung. Hier achtet man natürlich auf die Nachhaltigkeitskriterien, insbesondere der Lufthansa-Gruppe ist das sehr wichtig. Hier gibt es eine limitierte Kapazität und der Preis ist auch höher. Und wir sprechen hier von einer Transition Technology, weil der Feedstock ja auch begrenzt ist. Die Zukunftstechnologie sehen wir beispielsweise in dem PTL-Konzept. Hier wird aus erneuerbaren Energien Wasser und CO2 unter Verwendung einer Elektrolyse Kerosin hergestellt. Das gibt es noch in sehr geringen Mengen. Und das, was augenblicklich als Sustainable Aviation Fuel eingesetzt wird, ist im Moment Biofuel. Hier ist auf jeden Fall, was PTL anbelangt, ein Markt-Ramp-up erforderlich. Also es muss hochgefahren werden. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit an, nachhaltiger zu fliegen, indem sie eine Kombination von dem Einsatz von Sustainable Aviation Fuel und dem Beitrag von hochwertigen Klimaschutzprojekten nutzen. Das bieten wir ihnen an, einmal für ihre einzelne Frachtsendung über einen Add-on-Service oder durch High-Volume-Bookings, also größere Mengen von Fuel und auch für Charterflüge. Hier ist jetzt nochmal die Grafik oder das Chart, das den Carbon Footprint darstellt. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Maßnahmen vorstellen, die wir auch am Boden umsetzen, um entsprechend auch am Boden nachhaltiger zu operieren. Wir investieren in neue Infrastruktur, wie beispielsweise in modernste Haus- und Fördertechnik. Natürlich ist auch das Thema E-Mobilität bei uns ein Thema und wir haben ein Konzept, um unsere Büros grüner zu gestalten. Zusätzlich suchen wir immer nur neue Wege, um Abfall zu vermeiden und in den Kreislauf zurückzuführen. Und wir haben auch eine nachhaltige Lösung für unsere Plastikfolie, die wir nutzen, um unsere Fracht vor Wettereinflüssen zu schützen. Wir nutzen seit Jahren natürlich Folie, die recycelbar ist. Jetzt sind wir sogar in der Lage, Plastikfolie zu nutzen, die aus 10% bereits recyceltem Plastik besteht, sodass wir hier die Circular Economy mit unterstützen. Wir haben seit über 10 Jahren ein Umweltmanagementsystem, ein weltweites Umweltmanagementsystem, das auch weltweit ISO-zertifiziert ist. Und dadurch werden unsere Prozesse kontinuierlich nachhaltiger gestaltet. So auch der Einkaufsprozess, der natürlich einen Einfluss auf unsere grüne DNA hat. Und das ist schon das letzte Chart, das nochmal unsere Erfolge in Summe darstellt. Die meisten davon habe ich erwähnt. Ein Thema würde ich vielleicht nochmal gerne hervorheben. Wir haben aktuell eine sehr junge Langstreckenfrachterflotte, nämlich von 6,2 Jahren. Auf die anderen Themen bin ich eben schon eingegangen und ich freue mich damit jetzt auf Ihre Fragen. Dankeschön.